In diesem Video beantworte ich eure Fragen zu meinem Disneyland Anaheim und D23-Besuch. Und dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Q&A hier auf meinem YouTube-Kanal und zum Thema Disneyland Anaheim und D23. Ja, ich habe jetzt alle Videos hochgeladen zu D23, zu meinem D-Vlogs, zu Disneyland Anaheim, wo ich die Parks besucht habe, die Anreise, die Abreise. Alles ist jetzt online, das könnt ihr euch anschauen. Und als ich zurückgeflogen bin, habe ich euch eine Fragebox auf Instagram in meine Stories gepackt. Und ich sage euch, ihr habt mir so viele Fragen gestellt. Also ich versuche wirklich alle Fragen zu beantworten. Deswegen wird das Video wahrscheinlich auch ein bisschen länger werden. Das tut mir jetzt schon leid. Ich weiß, viele von euch mögen diese langen Laber-Videos nicht, aber das ist, so bin ich leider, so ist mein YouTube-Kanal und ich kann mich tatsächlich nicht oft kurz fassen. Ne? Aber ich versuche wirklich jede Frage zu beantworten hier. Und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, mir ein Abo dazulassen und auch das Video zu liken und zu kommentieren. Und damit supportet ihr mich und meinen YouTube-Kanal. So, starten wir. Ich fange einfach unten an. Wie gesagt, keine Reihenfolge, einfach so, wie es kommt. Und die erste Frage war, what Disney Character was your favorite to meet? Also welcher Disney Charakter habe ich am liebsten getroffen? Also ich sag euch erstmal, das Thema Disney-Charaktere in Anaheim ist ein ganz anderes Thema. Also wer Disney-Charaktere liebt, sollte auf jeden Fall nach Disneyland Anaheim. Da ist es so einfach, so relaxed, so viele Charaktere, seltene Charaktere, die man dort antreffen kann. Und mein Favorite Meet war, glaube ich, schon Belle in ihrem Adventure-Outfit beim Prinzessinnenfrühstück, weil ich sie noch nie in ihrem Adventure-Outfit getroffen habe und das war sozusagen eins meiner Highlights, aber auch Bing Bong war super süß und Enga, gut Enga, also von Alles steht Kopf, war jetzt die Interaktion nicht so viel möglich, weil ne, er war halt nur so ein Block, aber das waren so tatsächlich eins meiner Highlights. Baymax auch mega gut, also es gab so viele Charaktere, ich kann jetzt nicht sagen, das war so mein Liebstes, aber also als ich Belle im Adventure-Outfit gesehen habe, war ich schon so, weil ich sie noch nie in diesem Outfit getroffen habe. Wird das Deadpool-T-Shirt mit dem Einhorn im Online-Shop zu kaufen geben oder im Disneyland Paris? Nee, das, ihr meint wahrscheinlich das, was ich auf der D23 gekauft habe, gesehen habe. Das ist ja, da steht ja auch exklusiv D23 drauf. Also nein, das wird es leider nicht online zu kaufen geben. Und auch auf gar keinen Fall im Disneyland Paris. Leider nicht. Mach bitte ein Video über die Preise, was der Urlaub kostet. Überlege, ob ich 2026 mache. Ja, also das ist tatsächlich die meistgestellte Frage, glaube ich, so wenn ich so rübergescrollt habe. Was kostet der Spaß? Dazu kommen wir später. Wie werde ich D23-Mitglied? Das ist eigentlich ganz einfach. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ich dran denke, verlinke ich es euch bei dem i. Ihr müsst einfach nur, ich kann euch den Link auch unten in die Infobox packen, die D23 Gold Member bei Google eingeben. Da kommt ihr auf die Seite und dann müsst ihr euch da anmelden. Und dann bezahlt ihr halt Geld und dann seid ihr die D23 Mitglied. Also es gibt auch eine kostenlose Variante. Aber da am besten das Video zum Fazit zu D23 anschauen, da habe ich das erklärt, wie das mit der Buchung auch funktioniert, im Detail, warum es sich lohnt, Goldmitglied zu sein im Gegenzug zum normalen Mitglied, weil das normale Mitglied kostet nichts, aber die Goldmitglieder haben einige Vorteile. Also schaut euch unbedingt das Fazitvideo von der D23 an und generell mein D23-Video, was es da für Goodies gibt in der Mitgliedschaft und so weiter. Das würde jetzt hier tatsächlich auch den Rahmen sprengen. Muss ich für das D20-Event ein D23-Mitglied sein? Kurz gesagt, nein, müsste man theoretisch nicht, aber die Chancen sind höher, wenn man ein Goldmitglied ist, ein Ticket zu bekommen. Wie sind die Preise und Buchungen? Genau, Preise kommen wir später. Buchungen, also generell zur Buchung, wir haben alles, das mache ich alles auch später, wie wir alles, was wir gebucht haben und wie. Was hat der Spaß gekostet? Wie kommt man an die Tickets für D23 und als Goldmember?
Genau, das habe ich auch in diesem Fazitvideo komplett erwähnt. Und warum muss gerade aktuell jemand Rasen mähen da draußen? Ich glaube, ich muss mal kurz. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber ich habe es lieber jetzt die Balkontür zugemacht. Genau, also wie kommt man an die, das haben wir gesagt, also wie kommt man an die Tickets für D23 und als Goldmember? Man bekommt halt dann, also wenn ihr D23 folgt auf Instagram, bekommt man dann vorher die Links, wann die Tickets online kommen, was die Preise ab sind. Bei uns waren die Preise ab 259 Dollar für das Event inklusive Honda Center. Es gibt verschiedene Ticketvariationen. Ein Tag, zwei Tage, drei Tage mit Honda Center, ohne Honda Center und. Da gab es super viele Möglichkeiten. Wir haben uns aber direkt für das Komplettpaket inklusive Honda Center entschieden. Und es war tatsächlich kein einfacher Prozess. Also wir haben wirklich, ich glaube, 3 oder 4 Stunden in der Warteschlange gewartet für die D23-Tickets. Aber wie gesagt, das alles im Detail im Fazitvideo. Und da erkläre ich das auch, wie das Ganze funktioniert hat. Wie teuer waren die Tickets? Dazu kommen wir dann auch. Kommt man leicht an die Tickets für D23? Es war super schnell ausverkauft. Also der erste Release war ja für Goldmember. Und ich weiß nur, wo ich meinen Platz fürs Honda Center auswählen musste. Ich habe einen Platz ausgewählt, zack, war er weg. Nächsten Platz ausgewählt, zack, war er. Ich bin voll in Panik geraten. Ich so, nein, jetzt kriege ich keinen Platz mehr im Honda Center. Mir war auch egal, wo ich sitze, außer jetzt vielleicht in den ersten Reihen unten, weil die Plätze haben dann irgendwie 1.000 oder 2.000 Dollar gekostet. Das war mir dann nicht ganz so wert, so viel Geld zu bezahlen. Aber es war nicht einfach. Ein großes Dankeschön, dass du uns mitgenommen hast. Sehr, sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Wie lange sollte man in Anaheim bleiben und wenn man alles anschauen möchte? Also, bei uns war das ja so ein bisschen aufgeteilt, weil ich hatte den ersten Tag, wo ich dann da war, hatten wir ja den D23 Day im Park. Und da war so viel Special-Programm, so viel eigenes Special-Programm bis nachmittags, dass ich so die eigentlichen Sachen im Park nicht wirklich viel genießen konnte. Also ich habe es trotzdem genossen, ne? So ist es nicht, aber ihr wisst, was ich meine, wenn es irgendwie ein Special Event ist und dann auch noch mein erster Tag in einem neuen Park, dann mussten wir auch die Parks hoppen, weil dann in einem anderen Park war Lotso, den ich unbedingt treffen wollte. Es war tatsächlich ein bisschen stressig. Hätten wir den D23-Tag nicht gehabt und es wäre ein normaler Tag gewesen, so wie die anderen 2 Tage, die wir hatten, hätten wir, glaube ich, alles so geschafft in 3 Tagen, 3 Parktage, alles zu sehen. Also, ich würde sagen, am liebsten eine Woche, aber die Tickets fürs Disney in Anaheim sind so schweineteuer. Ich denke, mit 3 Tagen seid ihr echt gut bedient. Vielleicht dann noch einen 4. dranhängen für Downtown und die Hotels sich anschauen. Bing Bong im Pixar Hotel treffen. Also das ist alles, wie auch im Disneyland Paris, dürft ihr die Hotels begehen. Ich war auch im Disneyland Hotel. Natürlich dürft ihr nicht in den Pool oder so. Aber ihr könnt durch die Shops schlendern, ihr könnt an der Bar was trinken. Wie gesagt, Bing Bong treffen, andere Charaktere. Ihr könnt auch in den Restaurants dort essen. Goofy's Kitchen zum Beispiel hatten wir ja eigentlich auch geplant. Das ist ja im Disneyland Hotel. Zu frühstücken, oder es gibt aber auch Mittag- und Abendessen oder nur Abendessen, das weiß ich jetzt nicht. Also ich würde sagen, 3 Parktage und vielleicht einen 4., wenn ihr wollt, für Downtown dort erkunden. Dort gibt es auch super viele schöne Sachen. Den Lego Store, einfach nur weil er mega gut aussieht, würde ich einmal dahin laufen. Ich hätte auch gerne mehr Zeit im Downtown gehabt. Und halt durch die Hotels zu schlendern. Grand California Hotel, Pixar Place Hotel und Disneyland Hotel sind alle auch so nah beieinander, sind alle fußläufig zu erreichen. Nicht wie zum Beispiel jetzt in Orlando, dass man da überall mit dem Taxi oder so hinfahren müsste. Also in Disneyland Anaheim kann man alles fußläufig erreichen. Beide Parks, Downtown und alle 3 Hotels. Das ist mega gut. Und ja, also das wäre so meine Recommendation, aber ich würde beim nächsten Mal vielleicht auch, ja, wieder so 3 bis 4 Tage einplanen, wo ich am liebsten, wie gesagt, eine Woche da wäre. Aber ich möchte auch mal Los Angeles sehen oder auch Universal mal besuchen. Ach, es gibt so viele Sachen, die ich plane. Naja, ich liebe ebenfalls die Charaktere, habe jetzt mehr Lust auf Anaheim bekommen als auf Orlando. Ja, das auf jeden Fall. Also habe ich ja schon am Anfang gesagt, Charaktere ist da ein ganz anderes Level. Ganz anderes Level. Welche Charakterinteraktion hat dir am besten gefallen? Ach, ich muss sagen, direkt am Anfang, am D23 Day mit Matt, also mit dem Hutmacher und Alice, einfach durch den Park zu spazieren,
so, wir haben, ich weiß nicht, wie lange wir uns unterhalten haben, 2-3 Minuten und wir sind einfach durch den Park spaziert und haben uns unterhalten, er hat uns Tee angeboten. Das war jetzt so, weißt du, ich kenn's halt so nicht, ne? Wir kennen es nicht aus Disneyland Paris, dass die Charaktere da so rumlaufen. Ich wusste, dass es da so ist, aber das selbst zu erleben, war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich glaube, das war so das erste Mal, wo ich gesehen habe, die Charaktere laufen da einfach ohne Castmember rum. Also nicht alle, aber viele laufen da einfach so rum, ohne dass da irgendwie ein Castmember dabei ist, dass da Menschenmassen hinterherrennen, dass sie belagert werden, dass irgendwelche Eltern ihre Kinder vor den Charakter schieben für ein Foto. Da ist es alles so entspannt. Und das hat mich tatsächlich am meisten weggeflasht. Wie viele Tage sollte man für beide Parks einplanen? Das habe ich schon gesagt. Kann sich jeder um Tickets bemühen und was kostet es? Also für D23, wie gesagt, würde ich sagen, man sollte Goldmember sein. Kosten kommen wir, wie gesagt, gleich zu. Hat es sich gelohnt? Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Einer meiner magischsten Reisen, die ich je gemacht habe. Es war sau anstrengend. Wir haben 3 bis 5 Stunden nur geschlafen pro Tag. Mussten morgens wieder früh aufstehen. Die Parks haben bis 0 Uhr geöffnet. Bis 0 Uhr, also der Disneyland Park. California Adventure, glaube ich, so bis 10. Aber trotzdem bis 0 Uhr geöffnet. Natürlich wollten wir dann auch meistens morgens zu Rope Drop da sein, aber es hat tatsächlich nur beim D23 Day geklappt. Beim zweiten Parktag waren wir ja noch morgens frühstücken. Da waren wir erst um 11 im Park und am dritten Tag haben wir keinen Rope Drop geschafft. Aber ich würde es immer wieder machen. Auch D23 hat sich mega gelohnt. So krasse Sachen, die man da erlebt, welche Leute man dort sieht. Es ist einfach viel zu verdauen. So viel. Dieser Rasenmäher ist jetzt auf der anderen Seite des Gebäudes. Jetzt muss ich mal. Die anderen Fenster geschlossen auf der anderen Seite. Ich höre ihn zwar immer noch, aber ein bisschen leiser. Also ja, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wie gesagt, D23, so viele Erlebnisse, so viele Eindrücke, so viele Stars, die man gesehen hat, so viele andere Vlogger. Und ja, es war einfach wirklich ein einmaliges Erlebnis. Was war dein Highlight vor allem von allem, was du dort erlebt hast? Also das Parks-Panel und die Stimmung im Honda Center war wow, also das war top-notch. Also wie die Fans alle, die Stimmung in diesem Center, alle, wenn irgendwelche Ankündigungen kamen, vor allem als das Villains Land im Magic Kingdom angekündigt wurde, da sind ja alle ausgerastet, sind ja alle fast auf den Stühlen getanzt. Da also die Stimmung in diesem Honda Center, mittendrin zu sein als großer Disney-Fan, war eins meiner Highlights, muss ich sagen. Also das Honda Center hat mich echt blown away. Und tatsächlich die Charaktere. Also ja, es gibt auch Attraktionen, die mir super gefallen haben, wie der Incredible Coaster und Haunted Mansion Holiday Overlay hier mit Nightmare Before Christmas. Eins auch meiner Mega-Highlights. Also boah, was die mit dieser Attraktion gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich es schon gemacht habe oder noch machen werde, das komplette On-Ride auch noch hochladen von dem Holiday-Ding-Overlay. Das ist auch so crazy, was sie mit dieser Attraktion gemacht haben. Einfach wow. Also ja, wir sind es jedes Mal gefahren, als wir im Park waren und jedes Mal habe ich mich so gefreut, wo ich kein Nightmare Before Christmas Fan bin. Diese Attraktion, mega. Also es gibt so viele Highlights. Wie viele Schritte hast du gemacht in der Woche? Neuer Rekord. Boah, in der Woche? Jetzt muss ich mal gucken in meinem Schrittzähler. Wann war ich denn da? Hier. Also im Durchschnitt, ja, ich habe gar nicht so viele Schritte gemacht. Vor allem bei D23 hat man ja auch viel gewartet. Ja, ich bin so bei 20.000 Schritten. Also ich habe auch schon mehr gemacht. Also ich weiß, Orlando war, glaube ich, auch schon mehr Schritte. Also da ist es auch, wie habe ich auch eben schon gesagt, da ist auch alles nicht so weit voneinander entfernt. Also man kann da sehr viel ablaufen in kleinerer Distanz. Also das ist tatsächlich da sehr, sehr praktisch. Was war dein Magic Moment bei dem Trip? Also mein Magic Moment war einmal das Prinzessinnenfrühstück, so generell. Wie krass das war, die Interaktion mit den Prinzessinnen. Dabei wurde ich auch ein bisschen emotional, weil es so schön war. Das Essen war exzellent.
beim Preis dann am Ende habe ich auch ein bisschen, das war auch ein Magic Moment, als wir die Rechnung gesehen haben. Und das nächste war dann im Pixar Hotel, wo einfach der Cast Member morgens mir immer irgendwelche neuen, das seht ihr im Hall und auch im Vlog, er kam irgendwie immer wieder und hat mir irgendwie neue Sachen, Goodies geschenkt oder uns. Und ich wusste nicht warum, ich habe mich aber nett mit ihm unterhalten und er war einfach so nett und das war auch tatsächlich, was ich auch nicht so kenne und das ging mir auch so ein bisschen nah, obwohl ich ja eigentlich nicht so der emotionale Mensch bin, aber das war tatsächlich so die zwei Magic Moments, wo ich auch emotional wurde, weil ich es einfach nicht so erwartet habe und es einfach so überwältigend war. Was hat dir am besten gefallen? Was ist in Paris besser? Also was in Paris besser ist, ist unser Schloss. Das ist auf jeden Fall. Ich muss sagen, am Anfang fand ich das Schloss gar nicht. Also muss ich mich, ich habe ja noch zu Sam gesagt, das sieht aus wie Plastik. Also, so, ne, das sieht aus wie so ein Spielzeugschloss, weil es halt so klein und kompakt ist. Aber ich habe, muss ich sagen, ich habe mich immer mehr an dieses Schloss gewöhnt und es auch gegen Ende lieben gelernt. Aber trotzdem finde ich unser Schloss in Paris besser. Ich kann leider keinen kompletten Vergleich machen, wie zum Beispiel jetzt auch von Orlando, von Walt Disney World, was die Attraktionen angeht, weil ich bin tatsächlich nicht alles gefahren. Ja, wir haben es nicht geschafft. Ich bin kein Big Thunder Mountain gefahren, ich bin kein Peter Pan gefahren, Space Mountain hatte zu. Ja, also das tatsächlich kann ich leider nicht machen, weil einige Attraktionen, die wir in Paris haben, bin ich nicht gefahren in Anaheim. Deswegen, was gefällt mir sonst in Paris besser? Ist schwierig zu sagen. Also da hängt natürlich mein Herz immer noch dran in Paris. Es wird auch immer mein Homepark bleiben, aber es gibt viele Sachen, die in Anaheim einfach besser sind. Und dazu mache ich auch nochmal ein Vergleichsvideo. Da kommt dann auch noch was dazu. Ich weiß nicht, ob es vor dem Q&A oder nach dem Q&A kommt, weil ich es noch drehen muss. Aber ich werde auf jeden Fall so eine Art Fazit-Vergleichsvideo Disneyland Anaheim mit auch noch Tipps und Tricks machen. Wie bekommt man die Tickets? Wie fandest du das Preis-Leistungs-Verhältnis der D23? Also generell Preise in Amerika, vor allem in L.A., also da müsst ihr euch wirklich drauf gefasst machen, dass es sehr, sehr teuer ist. Alles, alles ist teuer. Essen, Tickets, Übernachtungen, Flüge, ja, weil ich in der Hochzeit im Sommer, im Hochsommer geflogen bin, zur Ferienzeit. Von der Länge her, also es war ja nur eine Woche, war es für mich der teuerste Urlaub, den ich je gemacht habe, wenn man alles so mit einbezieht. Und das Essen habe ich nie zusammengezählt, was ich fürs Essen bezahlt habe, aber ich gebe euch später so einen groben, ja, so eine grobe Einschätzung, was man so pro Portion pro Essen bezahlen muss. Auch das Essen auf der D23, super teuer. Also es ist halt wie bei uns auch, wenn wir auf eine Messe gehen, ist halt das Essen auf Messen oder auf irgendwelchen Festivals teurer als sonst wo. Das ist halt leider so. Natürlich machen da die Foodtrucks und Restaurants natürlich ihr Geld mit. Was wäre die Schmerzgrenze? Wie viel ein Ticket dir wert wäre? Boah, das ist schwer zu sagen. Eigentlich dachte ich, ne, dass ich, als wir das D23-Ticket gekauft haben, die 259 Euro, damit, ne, bin ich fein, fand ich schon teuer. Und Sam hatte vor mir die Tickets bekommen, weil sie schneller war in der Warteschlange. Und sie hat schon $500 gezahlt. Und ich so, boah, ne. $500, aber sie hatte schon ihre Tickets zu mir. Ich habe gesagt, okay, ne, okay, $500 mache ich noch, aber ich glaube, $1,000 oder $2,000 wäre es mir nicht wert gewesen. Klar, da hätte man ganz vorne gesessen, in diesem Honda Center und so. Es ist, hat da wirklich nur, die Preise haben sich nach den Sitzplätzen im Honda Center angepasst. Und ja, so €500 oder $500 fand ich schon hart. War schon hart an der Grenze, aber ich glaube, mehr für 3 Tage würde ich auch nicht ausgeben. Was wären Tipps, die du deinem alten Ich raten würdest, die nie eine D23 besucht hat? Auch so eine sehr interessante Frage. Auf jeden Fall die Badges 1 oder 2 Tage vorher abholen. Also die Lanyards, die haben wir nämlich erst am ersten Tag morgens im Hilton abgeholt. Das würde ich meinem alten Ich raten. Und was würde ich meinem alten Ich noch raten? Vielleicht nicht so sauer oder nicht so traurig zu sein, dass man keine Panels bekommen hat, weil man hat so viel anderes zu tun. Das habe ich gar nicht erwartet, dass es so viel anderes zu tun gibt. Weil wir waren echt traurig, dass wir jeweils nur ein Panel bekommen haben. Ich hatte ja Grey's Anatomy bekommen.
Aber es gibt so viel anderes zu tun und ja, ich weiß nicht, was ich noch meinem alten Ich sonst raten würde. Ich glaube, sonst haben wir es eigentlich echt gut gemacht. Achso, und dass es draußen Foodtrucks gibt. Das haben wir am ersten Tag nämlich nicht gewusst. Und dann habe ich irgendwie so einen komischen Burger gegessen, für den ich eine Dreiviertelstunde angestanden habe, der überhaupt nicht so lecker war. Da hätte ich gern direkt schon die Foodtrucks getestet. Draußen vor der Tür, am Eingang. Genau. Wie viele Tage würdest du empfehlen? Muss ein Disney-Hotel sein, dort sein? Nee, auf gar keinen Fall. Es muss kein Disney-Hotel dort sein, weil die so schweineteuer sind. Wirklich so teuer. Viel teurer als Paris. Viel, viel teurer. Klar, die sind vielleicht noch ein bisschen besser ausgebaut. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Zimmer gesehen. Aber die sind wirklich so teuer in Anaheim. Und die meisten Leute, die dorthin fahren, übernachten in keinem Disney-Hotel. Es gibt so viele Hotels im Umkreis. Wir waren ja im Marriott Anaheim. Aber nur, weil es genau gegenüber von der Expo war, also von dem Convention Center. Aber es gibt auch andere Hotels. Ich weiß, dass Sam vorher noch in einem anderen Hotel war, was 5 Minuten Laufweg vom Downtown ist. Es gibt so viele Hotels im Umkreis, die so nah am Park sind. Also ihr könnt ein Disney-Hotel buchen, wenn ihr das möchtet und das Geld habt. Wie wir ja eine Nacht gemacht haben, um halt das Pixar-Hotel zu sehen. Aber ihr müsst kein Disney-Hotel buchen. Und es gibt da tatsächlich auch keine Packages, so wie im Disneyland Paris, dass man mit Tickets und Hotel, also soweit ich weiß, aber da kann ich auch falsch liegen. Da könnt ihr mir vielleicht besser helfen, die öfter vielleicht nach Anaheim fahren, ob es so Pauschalen gibt, weil ich glaube, es gibt keine Pauschalen. Man kann es vielleicht dazu buchen, wenn man das Hotel bucht, aber so Packages wie jetzt zum Beispiel in Orlando, dass man 7 für 14 Tage bekommt mit Hotel oder im Disneyland Paris, dass man die Tickets automatisch drin hat im Pauschalenpreis, im Hotelpreis, gibt es meines Wissens in Anaheim so nicht. Hast du außer der D23 ein Hotelpark-Package gebucht? Da sind wir gerade. Nee, wir haben alles separat gebucht. Welcher Park hat dir besser gefallen? Schwer zu sagen. Das kann ich gar nicht so sagen. Ich fand beide Parks, California Adventure und Disneyland Park, haben beide ihre Vor- und Nachteile, beide ihren Charme. Also ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ne? Also Disneyland Park ist natürlich da, wo Walt Disney auch noch durchgelaufen ist, mit seiner Wohnung da drin, über der Fire Station. Ich kann nicht sagen, welchen Park ich besser fand. Ich fand beide Tage auch sehr interessant. Disneyland oder Walt Disney World in Orlando. Für mich tatsächlich ganz klar, und da werden wahrscheinlich viele sagen, oh, wie kannst du nur, aber für mich ist es tatsächlich Disneyland. Ich bevorzuge das Disneyland bevor Orlando. Also nicht, dass irgendein anderer Park schlecht ist. Ich liebe alle Disney-Parks. Alle haben ihre Vor- und Nachteile, alle haben ihren Charme. Aber wenn ich mich jetzt zwischen den beiden entscheiden müsste, wäre es, glaube ich, Disneyland. Ich finde es irgendwie kompakter. Es ist nicht alles so groß, es ist nicht alles so riesig. Es hat irgendwie so seinen Charme. Also irgendwie, keine Ahnung, hat es mir das Disneyland tatsächlich irgendwie angetan und ist mir irgendwie ins Herz geschlossen. Obwohl ich jetzt auch World Disney World, ne? Bitte, ich war schon zweimal da, versteht mich nicht falsch, ich liebe es auch. Würde es auch wieder besuchen, aber irgendwie hat mir Disneyland dann irgendwie doch besser, ein bisschen besser gefallen. Auf welche angekündigte Attraktion freust du dich am meisten? Ich glaube auf die Monster AG Achterbahn. Die sah so cool aus auf dem Artwork, wenn man da so wie die Türen rausgeschossen wird und durch die Türen da mit der Achterbahn fahren wird. Ich glaube, das ist eine richtig coole Attraktion. Auch der Coco Ride in Disneyland, Anaheim. Ja, natürlich freue ich mich auch auf die König der Löwen-Attraktion, auf die Wasserbahn, aber wir wissen, dass das Wetter nicht immer so gut ist in Paris. Gut, andere Freizeitparks in Deutschland haben natürlich auch Wasserbahnen, die auch im Winter fahren. Wenn ich jetzt an Chappas im Phantasialand denke, die hat da inzwischen auch nicht geschlossen. Ich denke mal, dass es auch so sein wird in Paris, dass die vielleicht das Wasser, also dass die Bahn ein bisschen angehoben wird im Winter, dass man dann nicht so nass wird, kann ich mir schon so vorstellen. Aber natürlich, freue ich mich auf die König der Löwen-Attraktion, aber ist jetzt nicht der Mega-Hype für mich. Das erste Mal amerikanische Parks, welchen empfiehlst du? Schwierig.
Schwierig. Also, wenn ihr das erste Mal nach Amerika wollt, glaube ich, würde ich tatsächlich, damit es nicht so auch so overwhelming ist, würde ich tatsächlich Disneyland empfehlen. Aber das ist halt, wie gesagt, meine Meinung. Und andere Fans, die vielleicht mehr an Orlando hängen, würden sagen, boah, fahr zum ersten Mal nach Orlando. Oder flieg. Das ist halt Geschmackssache. Ich finde es halt, Disneyland halt viel kompakter. Man hat halt nochmal die originale Disney-Magie, die man sich so vorstellt. Ne? Also so eine kurze Geschichte. Mein Freund war ja einmal mit mir im Disneyland Paris. Und er hat sich halt das Disneyland Paris so vorgestellt, wie ich jetzt Disneyland Anaheim erlebt habe mit den Figuren, dass sie rumlaufen. Dass es halt so zum Disney-Park gehört. Und ich weiß, dass das in Paris auch so war. Viele von euch haben mir geschrieben, ja, vor 20 Jahren oder keine Ahnung, 10 Jahren war das auch noch so in Paris. Und da ist es halt noch so schön origineller und irgendwie, keine Ahnung, wäre es, glaube ich, ein guter Start für die amerikanischen Parks. Aber das ist halt wieder, wie gesagt, meine Meinung. Und Orlando-Fans würden jetzt wahrscheinlich aufschreien und sagen, nein, zum ersten Mal nach Orlando. Aber es ist halt, da braucht man halt auch länger. Also Orlando kann man nicht mal in 3-4 Tagen abhaken. In Orlando muss man halt mal 1 bis sogar 2 Wochen sein, um halt alles in voller Länge erleben zu können. Alle 4 Parks, dann gibt es Disney Springs, die Hotels und. Ich fand auch unsere 2 Wochen tatsächlich ein bisschen knapp. Ich war ja einmal 10 Tage da, also eine Woche in den Parks und dann auf der Cruise und dann nochmal 2 Wochen mit Brina, wo wir da 2 Tage wegen dem Hurricane ja nirgends hin konnten. Also es ist unterschiedlich, aber auch von der Länge her, wie viel Zeit habt ihr? Ne? Also wie gesagt, Orlando mindestens 1 bis 10 Tage, wenn nicht sogar 2 Wochen. Und Disneyland Anaheim könnt ihr tatsächlich auch mit einem anderen Trip verbinden, wenn ihr irgendwie, keine Ahnung, Las Vegas macht oder San Francisco oder generell Los Angeles. Dann kann man da vielleicht 3-4 Tage auch Disneyland einplanen. Wo bucht man die Reise? Also wie gesagt, wir haben alles separat gebucht. Wir haben alles, ich habe meinen Flug separat gebucht, Sam hat ihren Flug gebucht, sie hat unser Hotel in Anaheim gebucht, das Marriott, ich habe das Pixar Hotel gebucht. Jeder von uns hat separat sich die Tickets gebucht, auch die D23 Tickets, jeder separat. Also wir haben alles separat gebucht. Mein Flug habe ich über Swiss gebucht, das Hotel fürs Disneyland Anaheim, das Pixar Hotel habe ich über die Webseite selbst gebucht. Genauso wie die D23 Tickets, da gab es ja den Link dann und über als wir die D23 Tickets erworben haben, wurde uns dann auch ein Link für die Disneyland Park Tickets angeboten. Angeblich ein bisschen günstiger, aber das war, glaube ich, eher ein Trugschluss, weil Brina hat mir dann auch ihre Preise genannt, was sie bezahlt hat für die Parktage. Und das war nicht wirklich viel günstiger als, ich glaube sogar Brina war ein bisschen günstiger als unsere, aber es kann auch sein, dass unsere halt mehr in der High Season waren. Wir waren ja mitten im Hochsommer da zu D23, da kann auch die Preise ein bisschen höher sein. Also wie gesagt, wir haben alles separat gebucht bei verschiedenen Seiten und es gibt kein irgendwie Komplettpaket. Das heißt, das müsst ihr euch im Klaren sein und ich würde auch euch nicht empfehlen, irgendwie ins Reisebüro oder so zu gehen. Alles separat buchen. Würdest du sagen, 3 Tage waren genug, um alles zu sehen oder braucht man mehr? Das habe ich ja schon beantwortet. Welcher Park lohnt sich für Star Wars am meisten? Also Star Wars ist ja im Disneyland Park. Ich weiß nicht, wie die Frage gemeint ist, ob das... also für Star Wars Fans lohnt sich auf jeden Fall der Disneyland Park, weil da Galaxy's Edge ist. Was würdest du dir für Disneyland Paris wünschen, was andere Parks haben? Ich würde mir wünschen, dass es mit den Charakteren so wäre. Das ist ja auch in Disneyland Anaheim so, dass ich habe mal gehört, 80%, glaube ich, der Besucher sind Locals, also Jahreskartenhalter, die in der Nähe wohnen. Und die sind tatsächlich sehr gechillt, was die Charaktere angeht. Ne? Da kann halt Cruella mal über die Main Street laufen und da ist kein großes Geschrei und kein Oh Gott, Cruella, wir müssen da sofort hinlaufen. Klar, da gehen halt Leute hin, fragen nach einem Foto, aber es ist alles so gesittet und entspannt und da... Wenn ein Charakter da rumläuft, das ist alles super gechillt. Das würde ich mir halt wünschen für Disneyland Paris, aber es wird leider mit dem Verhalten der Besucher, die im Disneyland Paris sind, leider nicht möglich sein. Wir wissen schon, wie das auf dem Avengers Campus ist. Da laufen die Charaktere ja meistens frei rum, wie die da schon belagert werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das mit Prinzessinnen ist, wenn die da einfach so durch den Park laufen. Klar. Was Disneyland Anaheim auch hat, ist viel mehr Charaktere, viel mehr Angebot an Charakteren.
Die Warteschlangen sind auch überhaupt nicht lang. Ich weiß nicht, für Lotso haben wir, glaube ich, 20, 30 Minuten gewartet. Stellt euch das mal in Disneyland Paris vor. Wenn es Lotso zu treffen gibt, da könnt ihr locker 4 bis 5 Stunden rechnen. Ich weiß noch, wo Anger, also ich weiß nicht selbst im Park, aber was für ein Chaos es gab, als Anger zu treffen gab im Walt Disney Studios. Und da wartet man vielleicht 15, 20 Minuten, da kann man Anger treffen. Und dann direkt Sadness und Joy und so viele Pixar-Charaktere im Wechsel mit so wenig Wartezeit, weil es halt so viel Angebot gibt. Das würde ich mir halt auch für Disneyland Paris wünschen. Und das Essensangebot, das könnte auch noch ein bisschen verbessern, was es so in Anaheim gibt, vor allem an Snacks und so Salz, also so herzhaften Snacks, würde ich mir auch gerne in Paris wünschen. Ist ein Trip nach Japan schon geplant, um die Parkliste voll zu bekommen? Also wünschen tue ich es mir auf jeden Fall. Ob es nächstes Jahr klappt, das steht noch offen. Habt ihr Genie Plus Multipass genutzt? Haben wir auf jeden Fall genutzt. Schon viel. Also schon für die Attraktion haben wir es auf jeden Fall genutzt. Einmal haben wir ja auch gekauft für die Cars-Attraktion Radiator Springs. Da muss man ja mal extra bezahlen, die Lightning Lane. Aber wir haben es auf jeden Fall genutzt und hat echt gut funktioniert. Orlando ist hier bereits teuer. Ist California dann nochmal teurer oder meinst du im Europa-Vergleich? Also ich, vom Hotel her und von den Parktickets und im Gesamtpreis finde ich California auf jeden Fall schon teurer nochmal als Orlando, weil es in Orlando diese Packages gibt. Auf der irländischen Seite gibt es oder bei Attraction-Tickets gibt es ja oft so auch so 7 für 14 Tage und so. Das gibt es halt in Anaheim nicht. Und deswegen finde ich California im Verhältnis schon teurer. Auch die Disney-Hotels sind dort viel teurer. Vom Essen her kann ich mich jetzt nicht mehr so dran erinnern, ob es wirklich viel teurer ist als Orlando. Da kommen ja auch immer noch die Steuern drauf. Die sind ja von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich in Amerika. Und ich glaube, Orlando hat geringeren Steuersatz als Kalifornien. Kalifornien hat 7,75% auf Merchandise. Ich weiß nicht, wie es beim Essen ist. Ob das genau noch auch 7,75% ist. Und ich meine mich zu erinnern, aber nagelt mich nicht fest, bei Orlando sind es so 3%. Aber das weiß ich nicht mehr. Also ja, ich würde schon sagen, California ist auch nochmal ein Ticken teurer als Orlando und wesentlich teurer als Europa. Wo habt ihr eure Parktickets gebucht? Das habe ich ja schon gesagt. Aber wenn ihr, also weil wir haben es ja über D23 dann so einen Link bekommen, wo man über diese Webseite die Tickets kaufen kann. Also man kann die Tickets generell über die Webseite kaufen. Aber ich weiß auch, Prina hat sie zum Beispiel über Attraction Tickets gekauft. Ich kann euch auch gerne den Link unten in die Infobox packen zu den Tickets. Entweder Attraction-Tickets oder halt die Webseite. Dann könnt ihr vergleichen, was günstiger ist. Je mehr Tage ihr da seid, desto günstiger wird es auch. Und ich glaube auch bei den Attraction-Tickets, Tickets sind Fotopass und Genie Plus oder Multipass Lane auch dabei. Also lohnt sich auf jeden Fall. Unbezahlte Werbung. Wie fange ich an, so einen Trip zu planen? Was ist wichtig zu wissen? Also wir haben erstmal angefangen, unseren Trip zu planen. Erstmal haben wir gesagt, wir wollen dahin mit Sam. Er hat gesagt, ich möchte unbedingt mal zu D23 und sie so, oh, ich auch. Dann haben wir gesagt, okay, wir warten erstmal, ob wir unsere Tickets für D23 bekommen wir, bevor wir irgendwas anderes buchen. Aber sie hatte mir schon gesagt, dass sie letztes Jahr, weil sie das auch im Kopf hatte, schon mal Hotels gebucht hat in dem Zeitraum, mehrere über Booking oder so mit Stornierungsoption. Das heißt, sie hatte da schon vorher was gebucht, aber mit Stornierungsoptionen. Und dann haben wir erst wirklich angefangen zu planen, als wir die D23-Tickets bekommen haben, weil das war sozusagen essentiell für unseren Trip, weil wenn wir da keine Tickets bekommen hätten, hätten wir auch irgendwann anders nach Anaheim fahren können. Und nicht gerade zur Hauptjahreszeit, wo auch super viele Menschen im Park sein werden, wegen der D23. Genau, und dann, als wir die Tickets hatten, hab ich dann nach meinem Flug geschaut. Ich war ja jetzt nicht wirklich viel flexibel, weil ich halt zu D23 da sein musste und wegen meinen Urlaubstagen. Sam war ja schon ein bisschen früher da. Ja, und dann hatte sie das Hotel sonst gebucht. Ich hatte dann noch das Pixar-Hotel gebucht. Ich habe mich um die Reservierungen für die Restaurants gekümmert, die 60 Tage vorher online kommen. Also am besten irgendwie googeln 60 Tage vor eurem Datum, wenn ihr da seid. Und dann bekommt ihr das Datum angezeigt in Google. So habe ich das gemacht. Und die Restaurantreservierung kam entweder um 15 oder um 18 Uhr unserer Zeit online. Und dann habe ich direkt unsere Restaurants reserviert. Also ich glaube, es war 15 oder 18 Uhr. So roundabout. Aber wenn ihr irgendwas machen wollt, bucht es immer direkt 60 Tage vorher. Und ja, und so haben wir halt peu à peu unseren Trip geplant. Ja, was muss man tun, um an der D23 teilnehmen zu können? Das Ticket kaufen.
Wann kommt die nächste Expo von Disney? 2026. Also die sind alle 2 Jahre in Disneyland Anaheim. Und, ups, das war meine Brille. Und ich glaube, es gibt immer so eine kleine in Orlando, jedes zweite Jahr dann nochmal, aber da weiß ich nichts von. War es die Reise wert? Auf jeden Fall. Wie lange vorher musstest du das Ticket dafür buchen? Ich glaube, wir haben das im Februar oder so gebucht. Also, ja, es war irgendwann Anfang des Jahres, in den ersten 3 Monaten. Was war der schönste Moment für dich? Das haben wir auch schon beantwortet. Ist der Park besser wie Disneyland Paris von den Attraktionen und Shows? Shows nicht. Also Shows, muss ich sagen, ist Disneyland Paris wirklich top-notch. Also das ist tatsächlich auch besser, was mir in Paris besser gefällt. Das Feuerwerk, die Drohnenshow haben wir. World of Color hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Was haben wir da noch geguckt? Doch, die Parade fand ich super. Magic Happens, glaube ich, heißt es. Die fand ich viel besser als Disney Star Song Parade, weil aber unsere Parade auch schon so veraltet ist. Da funktioniert auch nicht mehr alles und viele Charaktere sind ja auch schon nicht mehr, also in der Magic Happens sind so viele auch seltene Charaktere zu sehen und die Floats, also die Boote oder die, was auch immer, die Fahrdinger sind so cool und das ist tatsächlich besser gewesen in Anaheim. Aber sonst muss ich sagen, ist Disneyland Paris, was Shows angeht, viel, viel besser. Attraktionen gibt es natürlich welche, die in Disneyland Paris besser sind und in Disneyland Anaheim. Wie gesagt, ich bin nicht jede Attraktion gefahren, die wir auch in Disneyland Paris haben. Ich bin zum Beispiel Snow White gefahren, die ist viel besser in Anaheim. Viel, viel besser. Dann haben wir natürlich Haunted Mansion, Phantom Manor, kann man schlecht vergleichen, weil es klar im Ur, wenn man so, also wenn man ganz, also es ist nicht dieselbe Attraktion. Klar, vom Thema her so ein bisschen ähnlich, aber kann man auch sehr schlecht vergleichen. Ja, viele Attraktionen sind natürlich noch älter. Solche Pirates hat mir gar nicht gefallen in Disneyland Anaheim. Da finde ich unsere Pirates viel, viel schöner. Weil die Attraktion natürlich, der Park hat fast 70 Jahre. Nächstes Jahr feiert er 70-jährigen Geburtstag. Und einige Attraktionen sind seit dem 70, also vor 70 Jahren eröffnet worden. Wie auch Pirates oder It's a Small World. Also die Attraktionen sind schon so lange dort. Und dem merkt man natürlich auch das Alter an. Aber trotzdem haben sie ihren Charme. Ja, also es ist halt, jeder Park hat so seins. Wie kommt man zu den D23-Tickets? Muss man Member sein? Das habe ich schon gesagt. Wie viel Budget sollte man zusätzlich einplanen für einen Trip? Über Preise reden wir gleich. Sind die Preise vor Ort ähnlich zu den im DLP? Nee, viel, viel teurer. Merch, Essen, alles viel teurer. Warum hast du Big Thunder Mountain ausgelassen? Ja, ist eine gute Frage. ich wollte es unbedingt machen, aber Sam meinte so, ja, ist es jetzt nicht so prickelnd und irgendwie haben wir es nicht geschafft. Wir hatten, glaube ich, für einen Abend eine Lightning-Lane gebucht, aber wir haben es zeitlich tatsächlich nicht geschafft, Big Thunder Mountain zu fahren. Deswegen bin ich Big Thunder Mountain, habe ich einfach ausgelassen. Aber ein Grund mehr, dort hinzufahren. Bist du Splash Mountain gefahren? Nee, der hat tatsächlich noch geschlossen. Der wird ja gerade umgebaut in Tiana's Bayou, glaube ich, wird es heißen, und eröffnet am 15. November. Also noch ein Grund, nochmal hinzufahren. Würdest du bei der nächsten D23 in 2 Jahren wieder dabei sein wollen oder war es zu anstrengend, um es nochmal zu machen? Also ich glaube nicht, dass ich in 2 Jahren nochmal da bin, aber ich würde es generell auf jeden Fall nochmal machen. Irgendwann vielleicht würde ich es auf jeden Fall nochmal angehen und einplanen. Wird es eine nächste D23 geben? Ich denke auf jeden Fall schon. Lohnt es sich, Mitglied bei D23 zu werden, wenn man regelmäßig im Disneyland Paris ist? Ah, schwierig. Also wenn man nur, wenn die Zeitschriften und die Goodies einem egal sind oder nicht so wichtig, dann lohnt es sich nicht, wenn man nur das Disneyland Paris besucht, tatsächlich. Ich musste dieses Jahr Mitglied werden wegen der D23 oder Mitglied bleiben. Ich war ja schon Mitglied. Letztes Jahr fand ich das Goodie super. Da gab es ja diese Disneyland 100 Mickey Mouse Statue. Dieses Jahr fand ich das Goodie richtig schlecht. Und wenn ich nicht auf die D23 gegangen wäre, hätte ich auch meine Mitgliedschaft pausiert für ein Jahr. Aber wie gesagt, ich musste halt Mitglied bleiben wegen der D23. Und ich glaube, deswegen haben sie auch das Goodie so schlecht gemacht. Das ist ja auch wieder Ansichtssache, aber ich fand es jetzt nicht so prickelnd, weil viele halt natürlich trotzdem Mitglied bleiben wegen der D23. Ja, also ich glaube, wenn man nicht unbedingt die Zeitschriften das Goodie will, lohnt es nicht, wenn man nur Disneyland Paris besucht. Welchen Disneyland findest du am besten bisher? Also jetzt so weltweit. Also welches Disneyland finde ich jetzt besser, die ich besucht habe? Ich denke mal, es geht um die ganzen Parks, die ich bisher besucht habe. Also ich glaube, auf Platz 1 bleibt Disneyland Paris, weil es mein Hauptpark ist, weil mein Herz dorthin gehört.
Natürlich gibt es super viele Sachen, die in Disneyland Paris nicht... Okay, nochmal. Welches Disneyland findest du am besten? Also ich würde sagen, es ist, glaube ich, der sind die ganzen Parks gemeint, die ich bisher besucht habe, außer Tokio. Und Disneyland Paris, glaube ich, bleibt auf meinem Platz 1, weil dort halt mein Herz hingehört. Das ist mein Homepark. Auch wenn vieles nicht korrekt läuft oder schief läuft, bleibt Disneyland Paris immer noch auf Platz 1. Und ich glaube, auf Platz 2 kommt Disneyland Anaheim schon. Ich habe diesen Park irgendwie sehr ins Herz geschlossen. Auf Platz 3 kommt Hongkong. Das war ja, glaube ich, so mein Platz 2 bisher. Hongkong finde ich auch ganz süß, schnuckelig, mega süßen Park. Auf 3 kommt dann Magic Kingdom, also Walt Disney World. Und auf Platz, war das jetzt 4, 5? Auf jeden Fall der letzte Platz ist aktuell bei mir Shanghai. Und ich habe es schon mal gesagt, ich finde keinen dieser Parks schlecht. Jeder hat seine Vor- und Nachteile. Jeder Park hat seinen Charme. Aber wenn ich jetzt ein Ranking, wie gesagt, geben müsste, wäre Shanghai bei mir auf dem letzten Platz. Und ja, Disneyland Paris bleibt bei mir auf Platz 1. Mal gucken, wo da noch Tokio dazwischen rutscht, weil es gibt ja so viele Tokio-Fans. Vielleicht löst es ja Disneyland Anaheim sogar ab und Platz 2 wird Tokio. Das werden wir dann sehen, wenn ich dann mal Tokio besucht habe. Wie teuer ist der Aufenthalt inklusive Flug ohne D23? Ich kann das schlecht einschätzen. Okay, weil wir jetzt schon in der Hälfte sind, reden wir mal über Preise. Das ist ja auch die meistgestellte Frage von euch. Und ich bin ganz offen mit euch. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, von der Länge her ist es der teuerste Urlaub, den ich je in meinem Leben gemacht habe. Fangen wir an mit dem Flug. Da der Flug, ich bin ja aus Zürich geflogen. Ich hatte die Möglichkeit, entweder direkt zu fliegen oder mit Zwischenstopp. Mit Zwischenstopp war es, glaube ich, $200-300 günstiger, aber für mich zu stressig. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich fliege direkt mit Swiss. Da es aber natürlich in der Hochurlaubszeit war, während der Sommerferien von allen möglichen Kindern, es war auch so voll überall, habe ich für meinen Flug 1.000 Euro oder Franken bezahlt. Franken, aber es ist ja fast wie Euro. Also 1.000 Euro für meinen Flug alleine. Ja, das ist ja schon mal eine Hausnummer gewesen. Dann das Hotel. Sam hatte ja das Anaheim Marriott gebucht. Und das war für 6 Nächte für uns beide direkt beim Convention Center. Das macht den Preis natürlich auch nochmal ein bisschen höher, weil wir direkt beim Convention Center waren. Wenn ihr wahrscheinlich ein bisschen außerhalb übernachten würdet, wäre es auf jeden Fall ein bisschen günstiger. Haben wir für 6 Nächte zusammen $1.700 bezahlt. Ja, für zusammen, also dann durch 2. Hättet ihr dann den Preis, müsste dann so 650 sein? Ne, mehr. 750? 800? Ich kann gar keinen Kopf rechnen. Ja, 850 Euro muss es, oder Dollar, ne, Dollar. $850 pro Person für 6 Nächte im Marriott. Genau. Dann, oder waren es $2.000? Ne, es waren 1.700 Pfund. Genau, und $2.000. Ne, es waren $2.000. Das heißt, $1.000 pro Person fürs Hotel, fürs Anaheim. Ja, das ist auch schon mal eine Stange Geld, wenn man das überlegt. Wie gesagt, das hatte Sam gebucht. Dann hatte ich ja noch das Pixar Hotel gebucht für eine Nacht. Da haben wir zusammen $580 bezahlt für eine Nacht. Das heißt auch nochmal 280 Euro pro Person, circa, so fast $300 pro Person für eine Nacht im Pixar Hotel. Dann kommen die D23 Tickets, also diese ganzen Summen, ne? Das Gute war, man hat so ein bisschen so eine Art Ratenzahlung bezahlt. Man hat erst das eine gekauft, dann das andere, dann wieder das nächste. Sam muss sich auch noch den Restbetrag vom Hotel bezahlen. Ich habe ja das Pixar Hotel bezahlt. Ich habe ihr Merch gekauft im Anaheim, deswegen reduziert sich dann der Hotelpreis. Ist so ein bisschen wie Ratenzahlung, dafür spürt man das nicht so alles, aber wenn man das auch mal hört, uff. Dann die D23 Tickets waren um die $550 oder um die über $500 auf jeden Fall mit Tax. Für 3 Tage D23 inklusive Honda Center waren auch nochmal über 500, also knapp $500, sagen wir mal. Ja. Dann 3 Tage Park-Eintritt. 3 Tage. 3. Inklusive
wie heißt es? Multiple Lane, Genie Plus, wie auch immer. Und Fotopass inklusive waren auch nochmal $500. Ja, 3 Tage im Park, nochmal $500. Und damit war erstmal so das Grundgerüst erstmal gesichert. Ne? Also Flug, Hotel, Tickets. Aber da haben wir noch nichts gegessen. Wir hatten zwar Frühstück in unserem Marriott Hotel, aber aus Zeitgründen haben wir es nie geschafft, dort einmal zu frühstücken. Wir haben die Zeit eher genossen, um länger zu schlafen und haben uns dann bei dem, da gab es ein Starbucks und so ein kleines Café, haben uns da mal was zu essen geholt zum Frühstücken. Ich glaube, da habe ich auch mal so 15, 20 Dollar bezahlt am Morgen, damit ich mich dann direkt in die Schlange einstellen konnte für D23. Wie gesagt, wir haben wenig geschlafen und wollten so viel schlafen, wie es geht. Ansonsten fürs Essen müsst ihr halt wissen. Wir haben natürlich sowas wie das Prinzessinnenfrühstück gebucht. Da kamen dann nochmal zum Beispiel $180 pro Person hin. Dann haben wir, was haben wir denn noch gebucht? Diese Dessertparty für $72, die habe ich aber vorher auch schon bezahlt. Die Preise für Restaurants seht ihr natürlich online. Die könnt ihr euch anschauen. Ist es euch wert, so viel Geld zu bezahlen fürs Character-Frühstück? Wir hatten ja noch Goofy's Kitchen gebucht, aber das haben wir nicht gemacht. Das sind alles sehr teure Preise, aber die könnt ihr euch vorher anschauen und kalkulieren. Ne? Also wollt ihr sowas machen wie Prinzessinnenfrühstück, Dessertparty würde ich euch jetzt nicht empfehlen, Goofy's Kitchen, andere Restaurants, da könnt ihr natürlich vorher reservieren und dann seht ihr auch, was es kostet. Und dann müsst ihr aber immer noch drauf rechnen, weil das Prinzessinnenfrühstück steht online $130. In Amerika ist es so, dass da überall noch Tax draufkommt und ihr wisst, oder ne, ich sag's euch jetzt auch, Amerika ist ein Tipping, also ein Trinkgeldland. Das heißt, die Kellner leben vom Trinkgeld. Und das bedeutet, man muss, ich habe es immer so gegeben, 20% vom Preis, vom Ursprungspreis mit Tax, nochmal Trinkgeld obendrauf geben. Deswegen, $130 steht zwar, da kostet das Frühstück, aber wir sind bei 180 am Ende rausgekommen mit Steuern und Trinkgeld. Ja, damit müsst ihr auch rechnen. Also wenn ihr einen Preis seht online, müsst ihr immer noch drauf rechnen, wenn ihr im Restaurant essen geht, Steuern und Trinkgeld. Wenn ihr jetzt nur Mobile Order macht oder irgendwie nur Schnellimbiss-Restaurant im Park, dann nur natürlich nur die Steuern. Und da müsst ihr vielleicht nochmal so pro Essen, also eine Cola zum Beispiel kostet $5 ohne Tax, so ein Hauptgericht zwischen, ich würde sagen so 16, 13 bis 20 Dollar, so roundabout, je nachdem, was ihr euch holt, kostet so ein Hauptgericht. Und ja, wenn ihr noch ein Dessert wollt oder so, dann seid ihr auch nochmal bei 6, 7 Dollar. Müsst ihr halt euch so ausrechnen, was ihr dort ausgeben möchtet, wie oft ihr essen möchtet. Möchtet ihr einmal groß essen? Ansonsten, glaube ich, Churros oder so sind bei 7 Dollar. Ja, das sind halt so Preise, die dazukommen. Dann natürlich der Transfer vom Flughafen zum Park ist auch nicht ohne, denn dort gibt es keine Shuttlebusse. Es gibt zwar irgendwie eine öffentliche Verkehrsmittel, aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe für mein Uber auf dem Hinweg auch nochmal $130, glaube ich, geblättert mit Tipp für mich alleine. Das heißt, das musste ich auch alleine tragen. Zurück haben wir zusammen $95 bezahlt, weil es einmal früher im Tag war. Also Uber-Preise verändern sich ja immer, je nach Tageszeit und ja, je nachdem, wie viele Leute das den Uber möchten. Und als ich gelandet war, war irgendwie Haupt-Traffic-Zeit und da ist mein Preis auf $130 mit Tax hochgegangen. Ja, musste ich halt bezahlen, weil ich wäre sonst nicht anders nach Anaheim gekommen. Ich hätte ja nicht irgendwie, keine Ahnung. Ja, es war da die einzige Möglichkeit und deswegen musste ich es halt auch nochmal hinblättern. Aber es sind halt so Kosten, die auf euch dann auch noch zukommen. Und dann halt noch, hatten wir noch die kleineren Uber-Fahrten zum Honda Center, zurück, zum Park. Also vom Anaheim Marriott sind wir dann zum Park gefahren mit dem Uber. Das waren dann auch nochmal so $7 immer mal. Plus dann waren es vielleicht $10. Ich habe dann die Hinstrecke bezahlt, Sam die Rückstrecke. Selbes beim Honda Center. Und so weiter und so fort. Also das sind so kleine Beträge, die noch dazukommen. Plus das ganze Merchandise. Ja. Ihr könnt es jetzt vielleicht ausrechnen zusammen. Mein Haul ist, glaube ich, weiß nicht, ob der schon online ist oder noch kommt. Da könnt ihr auch mal gucken, was die Sachen so gekostet haben. Also Anaheim ist kein günstiger Spaß. Es kommt natürlich dazu, dass wir während der D23 waren, Sommerferien,
ne, das sind alles noch die Sachen, die die Preise hochdrücken. Ich kann mir vorstellen, wenn man irgendwie mal schaut, es gibt bestimmt noch einen Crowd-Kalender für Anaheim, wenn wenig los ist, vielleicht bei uns auch nicht so gerade Ferienzeit ist, dass die Tickets man auf jeden Fall ein bisschen günstiger bekommt und auch die Hotels. Man kann natürlich ein anderes Hotel nehmen, was ein bisschen günstiger ist und in keinem Disney-Hotel übernachten. Ne? Also kann die Preise schon drücken, aber die Parktage sind halt, die sind halt teuer. Ja, so, haben wir über die Preise gesprochen, haben wir das auch mal erledigt. Genau, gibt es in Anaheim noch weitere Disney-Hotels wie in WDW oder Disneyland Paris? Ja, es gibt drei. Also habe ich schon gesagt, Pixar Place Hotel, Grand Californian Hotel und Disneyland Hotel, genau. Welchen Park findest du besser? Das habe ich gesagt. Wo lagen so ungefähr die Kosten fürs Essen? Im Park und auf der D23? Ja, habe ich so roundabout gesagt. Also für Hauptspeise bei D23 waren der Burger mit Pommes so 18 Dollar. Ja, so zwischen 13 und 20 Dollar könnt ihr für eine Hauptspeise allein rechnen. Plus Tax, je nachdem dann noch Trinkgeld, je nachdem, wenn ihr halt in einem Restaurant sitzt. Getränk, Cola so im Park so 5 Dollar roundabout. Ja, aber ich glaube, da habt ihr sogar Refill. Also in Amerika habt ihr oft Refill gratis. Was aber kostenlos ist, ist überall, das kann ich euch auch schon mal sagen, Eiswasser oder generell Wasser. Es gibt überall die Wasserhähne, also Wasserstationen, wo ihr euch eure Trinkflasche auffüllen könnt. In den Restaurants bekommt ihr immer kostenlos Eiswasser. Also wenn es draußen heiß ist, bekommt ihr einfach Eiswürfel mit Wasser gefüllt. Könnt ihr auch in eure Filterflasche machen. Also ne, meine Filterflasche von Philips habt ihr unten in dem Amazon-Link auch verlinkt. Auch wieder super Geldsparmittel, auch vor allem in Amerika, weil da kostet auch eine Flasche Wasser 4 oder 5 Dollar. Und dort ist es so heiß, man muss viel trinken und meine Filterflasche war wieder mein Lebensretter. Also das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Wie war die Stimmung im Park verglichen mit Asien und Paris? Wie sind die Besucher drauf? Das habe ich auch schon gesagt, sehr entspannt, sehr nett. Wir haben so viele nette Leute kennengelernt, auch Locals. Die haben uns übrigens gesagt, die Jahreskarte dort kostet 1600 Dollar, ne? Also pro Jahr für Disneyland Anaheim. Da beschweren wir uns schon über 700 Euro hier in Disneyland Paris, aber ja, so ist es dort. Also irgendwie war die Stimmung sehr entspannt und irgendwie, ja, keine Ahnung, es war irgendwie anders. Auch ein bisschen anders als in Orlando, muss ich sagen. In Orlando ist es ja nochmal, viele machen ja komplett Urlaub in Orlando und so. Und in Anaheim sind halt viele Locals, die kommen dann dahin, schlendern da mal, gehen vielleicht was essen und so. Also sehr, sehr entspannt. Video mit Feuerwerk vom Schloss kommt noch. Ja, es kommt auf jeden Fall im Vlog. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das komplette Feuerwerk hochlade. Es war jetzt nicht so spektakulär. Was gefällt dir besser, Disneyland oder World? Disney World habe ich auch schon gesagt. Do you think one day per park is enough to visit Disneyland Anaheim? Ein Tag pro Park im Disneyland Anaheim würde schon reichen, aber ich würde tatsächlich 3 Tage komplett mindestens empfehlen. Da habt ihr einen Tag in jedem Park und dann könnt ihr noch Park hoppen, was übrigens auch erst ab 11 Uhr geht. Also wenn ihr Park hoppen möchtet, braucht ihr erstmal ein Parkhopper-Ticket und dann geht das erst ab 11 Uhr. Also ihr müsst tatsächlich reservieren, in welchem Park ihr startet und dann ab 11 Uhr könnt ihr den Park wechseln. Best Resort Hotel. Boah, die sind alle schön. Also ich habe jetzt alle mal gesehen. Im Pixar Hotel haben wir übernachtet. Und das Pixar Place Hotel ist tatsächlich das günstigste von allen. Also, ja. Aber alle sind schön. Alle haben ihren Charme. Kostenübersicht, das haben wir schon gemacht. Könntest du alles, was für dich Wichtige machen und erleben? Ja, also ich konnte schon das, was ich unbedingt machen wollte, auf jeden Fall erleben. Natürlich so ein paar Attraktionen fehlen mir leider. Ich hätte auch gerne so ein Vergleichsvideo gemacht wie für Orlando, aber man kann halt auch nicht alles machen und alles Wichtige haben wir gemacht. Wie groß sind die Parks? Wie viel Zeit sollte man einplanen? Größeneinschätzung bin ich sehr schlecht. Da kann ich nicht sagen, wie viel Zeit haben wir gemacht. Wie fandest du die Umgestaltung von Tower of Terror? Schon cool, also Guardians of the Galaxy ist es ja dort. Aber mir gefällt unser Tower of Terror auf jeden Fall besser. Was kostet ein solcher Trip? Alles in allem, wie viele Tage sollte man dort sein, um alles zu sehen? Das habe ich gemacht. Was kostet der grandiose Trip, was hat der grandiose Trip gekostet? Habt ihr alle Bereiche in Anaheim gesehen? Nee, also Bereiche schon. Ich war schon in jedem Bereich mal, aber ich konnte nicht alles fahren oder sehen. Gibt es Rabattmöglichkeiten für Anaheim, so in solche Florida? Nicht, dass ich wüsste. Also Attraction-Tickets hat manchmal irgendwelche Angebote, aber nicht wirklich so wie in Florida.
Musstest du für die Präsentation dir immer einen Sitzplatz buchen? Du meinst fürs Honda Center? Genau, da hatte ich auf jeden Fall immer meinen selben Sitzplatz. Also den habe ich gebucht während ich die Tickets gebucht habe, und der war jeden Tag derselbe. Also ich muss mich ein bisschen beeilen. Wir sind gerade mal bei der Hälfte. Hast du viele Geschenke bekommen? Ja, seht ihr im Hall. Wie viele Charaktere hast du getroffen und ist das immer so? Ich habe nicht mitgezählt, aber es waren locker über 20 Charaktere vielleicht. Und das ist tatsächlich immer so dort. Ja, das ist tatsächlich immer so. Wieso seid ihr am letzten Tag nicht nochmal in den Park? Hättet ihr noch Eintritt gehabt? Ne, wir hätten keinen Eintritt mehr gehabt. Das hätten wir nochmal da zusätzlich bezahlen wollen müssen. Und wir wollten halt das Pixar Hotel sehen. Wir wollten das Pixar Hotel filmen. Wir wollten das Pixar Hotel erleben. Wir wollten Bing-Bong treffen. Und wir mussten ja eh gegen 16 Uhr fahren. Das heißt, es hätte gar keine Zeit gegeben. Also wären wir nochmal in den Park gegangen, dann hätten wir aber das Pixar Hotel nicht sehen können. Ich wäre nicht zum Beispiel ins Disneyland Hotel gegangen. Und vielleicht hätten wir auch Bing Bong nicht sehen können. Deswegen hat sich das für uns nicht gelohnt. Highlight, habe ich auch schon gesagt. Was ging gar nicht? Boah, was ging gar nicht, ist schwierig. Also die Preise waren schon heftig. Ich habe mir gesagt, komm, hier meine Kreditkarte. Ich will es gar nicht wissen, nimm einfach mein Geld. Wie ist es mit dem Internet? Die App einfach zur Hand haben? Auch gute Frage. Ich hatte nämlich eine eSIM von Holafly, auch unbezahlte Werbung. Auch schon wie in Asien, habe ich mir vorher gebucht. Ich glaube, $8 pro Tag hat man unbegrenzt Internet. Als eSIM hat super funktioniert, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Entschuldigung. Kann ich euch den Link auch gerne unten in die Infobox packen von Holafly. Wie gesagt, super. Auch in Asien schon, auch in Amerika mega gut, die eSIM von Holafly. Und die App war auch sehr, sehr einfach zu bedienen. Also alles hat super funktioniert. Das Buchen der Lightning Lane, Virtual Queue für Haunted Mansion, unsere Fotos, alles war relativ einfach zu handhaben. Was sollte man vorher vorbereiten? Schau mal einfach das Packvideo, was ich dort mitgenommen habe. Man sollte auf jeden Fall die Parktage reservieren und die Restaurants. 60 Tage vorher die Restaurants reservieren und die Parktage, wo ihr starten möchtet. Hast du On-Rides gefilmt? Auf jeden Fall. Welches Gadget war besonders hilfreich? Meine Filterflasche und das Magic Band. Und in Anaheim gilt nur das Magic Band Plus. Also wenn ihr noch kein Magic Band Plus habt, solltet ihr eins vor Ort kaufen. Ich wollte Sam die ganze Zeit darüber überzeugen, dass ihr auch eins braucht, aber weil man sonst immer das Handy zücken muss. Und ich finde das Magic Band viel, viel praktischer. Wie viele Tage sollte man einplanen? Wie geht's deinen Füßen? Auch eine Frage. Ich habe tatsächlich ein bisschen Probleme mit meinen Füßen seit ein paar Monaten. Und zwar habe ich jetzt nie groß an die große Glocke gegangen. Ich habe aber einen Fersensporn in der linken Ferse. Und auch meine Muskeln sind da irgendwie, ich weiß nicht, wie das heißt, ist auf jeden Fall überspannt. Ich gehe zur Physiotherapie und dieser Trip war nicht gut für meine Füße. Ich habe immer abends mit einer Faszienrolle ein bisschen gerollt, meine Füße, aber die haben auf jeden Fall gut wehgetan. Deswegen ist gutes Schuhwerk auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Aber es geht wieder. Ich war gestern bei der Physio und es wird. Welcher Park hat die nur vom Essen her besser gefallen? Boah. Kann ich nicht sagen. Was waren deine Highlights? Gab es Magic Moments? Das haben wir auch alles. Über welchen Anbieter buchst du deine Flüge? Beziehungsweise hast du eine Empfehlung, speziell für USA? Ich habe einfach über Swiss direkt gebucht. Man kann bei Skyscanner natürlich die Preise vergleichen. Das habe ich auch gemacht. Aber ich habe dann direkt über Swiss gebucht. Was hat dich der ganze Trip gekostet? Flug, Übernachtung, Verpflegung, wo hast du die Disneyland Anaheim Tickets besorgt? Wie sind die Wartezeiten an den Attraktionen im Durchschnitt länger als in Disneyland Paris? Ich würde jetzt nicht sagen, also wenn man jetzt vergleicht Disneyland Paris High Season, also wenn viel los ist und dort, war es fast identisch, also von den Wartezeiten her. Dort hat man natürlich die Lightning Lane, die wir gebucht haben, was sehr, sehr praktisch war. Das heißt, wir haben wirklich nie in einer richtigen Warteschlange angestanden. Doch fürs Mickey's and Minnie's Runaway Railway, weil dort die Warteschlange mega schön ist. Aber die Wartezeiten waren fast identisch zu Paris, zu Hochseason. Wie viel kostet die Möglichkeit, Warteschlangen zu überspringen? Wir hatten sie in unserem Ticket inkludiert, aber ich meine, wenn du sie extra buchst, ab $30 pro Tag. Aber wenn ihr über Attraction-Tickets bucht oder so, ist es meistens inkludiert. Ich muss gucken, ich habe nur noch 10 Minuten auf meiner Speicherkarte. Funktioniert Disneyland Anaheim auch gut über die App, so wie in Paris? Auf jeden Fall. Beziehungsweise es kann die App. Ihr könnt Mobile Order machen, ihr könnt eure Virtual Queue reservieren, ihr könnt eure Attraktion reservieren über Lightning Lane.
Ihr könnt Lightning Lanes kaufen, ihr könnt eure Fotos werden dort angezeigt, also nicht wie in Disneyland Paris, dort sind ja die Fotos solche nicht mit drin. Dort habt ihr auch die Fotos mit drin vom Fotopass-Fotografen, also Top-App. Ist das Feuerwerk im Park ganz zum Schluss oder kann man danach noch Attraktionen fahren? Ja, es ist nicht ganz zum Schluss, es ist, glaube ich, um 10 und der Park hat bis 12 geöffnet, also bis Mitternacht. Das heißt, ihr könnt danach auf jeden Fall noch Attraktionen fahren. Wie sind die Anbindungen der Parks mit Los Angeles? Lohnt sich ein Hotel in Anaheim Disneyland? Auf jeden Fall. Also von Los Angeles zum Disneyland sind es knapp 45 Minuten, also vom Flughafen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr ins Disneyland wollt, mehrere Tage dort sich ein Hotel zu buchen und dann, wenn ihr irgendwo weiterfahren wollt, ein anderes Hotel zu buchen. Must-Have-Attraktion im Disneyland plus California Adventure. Also auf jeden Fall Haunted Mansion Overlay mit Nightmare Before Christmas und Incredible Coaster im California Adventure. Das sind jetzt so die Musts, die auf jeden Fall, die ich mega gut fand. Must-Have-Shows und Paraden im Disneyland und California Adventure. Im California Adventure habe ich leider nur die World of Color gesehen. Die hat mich nicht umgehauen. Was anderes habe ich nicht gesehen. Ansonsten die Parade Magic Happens. Auf jeden Fall. Läuft zweimal am Tag während der High Season. Auf jeden Fall nicht eingehen lassen. Mega gute Parade. Beste Zeitslots, um Mittagessen zu gehen. Am besten Mobile Order machen. Macht direkt frühmorgens Mobile Order. Wenn ihr denkt, ihr habt Zeit fürs Mittagessen und holt euch dann ab, dann ist es super. Ihr habt überhaupt keinen Zeitstress, müsst euch nicht in lange Schlangen stellen. Mobile Order in amerikanischen Parks, super, perfekt. Würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also ansonsten, wie auch in Disneyland Paris, versucht antizyklisch zu gehen. Aber Mobile Order früh am Morgen, dann könnt ihr eure Zeit schon aussuchen und seid gesichert fürs Mittagessen. Wie viel früher vor den Öffnungen des Parks anstehen, um krasse Warteschlangen zu vermeiden? Also Rope Drop ist um 8 Uhr morgens und es gibt auch nicht so eine extra Magic Hour. Ich glaube, vom Pixar Hotel, die können ein bisschen früher ins California Adventure, aber da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das heißt, jeder kann um 8 Uhr in den Park und ich glaube, wir sind so 7:30 im Park, also an den Sicherheitsdingern gewesen. Brina hat zu mir gesagt, weil sie mit dem Auto angefahren sind und die Strecke vom Parkplatz zum Park auch nochmal länger dauert, sie meinte eine Stunde vorher. Vor Parkeröffnung. Also sie hat eine Stunde gebraucht vom Parkplatz bis zum Park. Das heißt, genau, eine Stunde. Nochmal Pixar Hotel beim nächsten Besuch? Würde ich schon machen. Es war schon ein sehr besonderer Besuch, aber vor allem auch wegen dem Cast-Member. Bist du mit Uber von zurück nach L.A. gefahren? Ja, bin ich. Was war am besten? Das habe ich auch schon gesagt. Kannst du ein Video mit den allen News machen? Ja, war bisher nur in Paris. Wenn anderer Park, dann Anaheim. Würde ich schon sagen bisher. Wie viel hast du insgesamt gezahlt fürs Essen und Getränke? Ich habe es nie zusammengezählt, aber so pro Tag schon so 50 bis 80 Dollar mindestens, ja. Also jetzt nicht von diesen teuren Restaurants mal abgesehen. Gibt es jedes Jahr die Expo 2023? Nee, alle zwei Jahre. Wo schaust du nach günstigen Flügen? Skyscanner schaue ich da oft. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie und wo, welche Neuigkeiten von D23 haben dir am besten gefallen, was freust du dich am meisten, das habe ich auch schon gesagt. Was würdest du dir im Disneyland Resort das nächste Mal besser machen? Ein bisschen mehr Zeit einplanen. Gott, ihr habt so viele Fragen gestellt. Welche Attraktion war für dich die beste und welche die schlechteste? Die schlechteste, muss ich sagen, war Pirates. Die fand ich gar nicht gut. Und die beste war, glaube ich, Haunted Mansion Overlay. Wie hat dir das Disneyland Anaheim Schloss gefallen? Das habe ich auch schon gesagt. Am Anfang fand ich es ein bisschen spielzeugmäßig, aber ich habe es tatsächlich lieben gelernt. Könntest du alles sehen und erleben in den Tagen? Nee. Wie hat dir allgemein das Disneyland Anaheim, das habe ich auch schon gesagt, kann man sich das als Alleinverdiener überhaupt leisten? Ist schon eine Stange Geld. In welchem Park ist die Harry Potter Location? In Universal Studios? Genau, gibt es auch in Universal Studios L.A. Die sind aber komplett anders auf der anderen Seite von L.A. Disneyland Resort im Vergleich zu anderen Parks, vor allem Hongkong, Shanghai und WDW. Dazu mache ich ein separates Video, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Wie teuer sind die Hotels? Wie viel Zeit und auch Kosten sollte man einplanen? Alles um das Buchen? Gibt es eine App? Ja. Sorry, dass ich jetzt so schnell durchrushen muss. Kann man über Disney eine Pauschale buchen? Nee, gibt es leider nicht. Could you take your Insta360 Tripod Stick in the parks?
Tatsächlich ist es nicht erlaubt, einen Selfie-Stick mitzunehmen und das schauen sie auch an. Also ich habe keinen Tripod mitgenommen, weil ich schon wusste von Brina, dass sie sehr streng darauf achten. Genau, also ich habe nur meine Insta360 dabei gehabt mit so einem Hand-Dings, damit ich filmen kann onwards. Brustgurt geht natürlich, Kamera, aber es darf nichts was sein, was ausfährt. Das ist nicht erlaubt. Was genau ist D23? D23 ist ein Disney-Fanclub, D für Disney, 23 für das Jahr, in dem Disney gegründet wurde, und zwar 1923. Und es ist einfach ein Fanclub, dem man beitreten kann, kostenlos oder kostenpflichtig. Genau. Was bedeutet Goldmember? Da schaut am besten das Video dazu an. Ihr bezahlt halt dafür, dass ihr Goldmember seid. Ist nichts gratis. Reichen 2 Tage im Disneyland zu besuchen? Wird knapp, da müsst ihr eure Sachen priorisieren, die ihr unbedingt machen möchtet. Ganz viele Fragen. Disneyland oder also Anaheim oder Orlando. Wie bewertest du das Essen in den Parks im Vergleich zu Disneyland Paris? Viel, viel besser. Viel, viel besser, obwohl das Shawarma bei uns im Disneyland Paris viel besser ist als im Disneyland Anaheim. Planst du es erneut? Ich würde sehr, sehr gerne nochmal hinfliegen. Nächstes Jahr ist ja 70. Geburtstag, aber ob es nächstes Jahr schon klappt, kann ich nicht sagen. War es schwer, an Tickets, Buchungen, Panels ranzukommen? Also Tickets, ja. Panels war eher so eine Lotterie. Also es war jetzt nicht schwer, weil man eigentlich gar keine Macht drüber hatte. Man konnte seine Reservierungen, also seine Präferenzen angeben. Das seht ihr im Fazitvideo. Aber es war jetzt nicht schwer, weil es dann einfach ausgelost wurde. Wann warst du das erste Mal jetzt in Anaheim? Ja, war ich das erste Mal. Wie hattest du Internet in Kalifornien? Genau, da... Ich hatte die eSIM von Holafly. Es gibt zwar auch Internet im Park und auch in den Hotels, aber das Internet war grausig. Also ich habe das Wi-Fi nie benutzt. Wie viele Parks fehlen dir noch? 1. Disneyland Tokyo, also Disney Tokyo. Welcher Park hat dir besser gefallen? Wie ist dein Ranking? Wie sind die Merchpreise? Super hoch. Okay, wir müssen jetzt mal gucken. Keine Frage, ich liebe deine Stories und habe richtig Heimweh nach Disney. Oh, vielen Dank. Ja, halt wie der dir... Okay, das habe ich auch beantwortet. Was hast du insgesamt bezahlt? Laufen die Charaktere einfach frei im Park herum? Ja. Wie viel habe ich bezahlt? Keine Frage, einfach Freude für dich. Es macht so viel Spaß, dir alles mitzuverfolgen. Vielen Dank. Was hat jede Station gekostet? Das habe ich auch schon erwähnt. Wie hast du die Expo gebucht? Durfte jeder hin? Und wie hast du eure Planung? Das hatte ich auch. Wie viel kam... Das schöne Kleid, ja, $180 kam das schöne Kleid, das seht ihr im Hall. Im Honda Center ist ja auch David Blaine aufgetreten. Was hat er euch gezeigt? Ich weiß nicht mehr, wer das war. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wer David Blaine war. Jetzt muss ich ja mal gucken. Ich habe noch 3 Minuten auf der SD-Karte. Jetzt muss ich mal gucken, was ich noch beantworte. Okay, waren doch nicht mehr so viele. Ich bin oben angekommen. Eine Frage noch, hast du auch Attraktionen mit Virtual Queues genutzt und wie waren deine Erfahrungen? Ja, Haunted Mansion konnte man nur mit Virtual Queue besuchen und das hat super funktioniert. Morgens um 7 konnte man reservieren und dann hat man eine Benachrichtigung bekommen, wenn man dran ist und man hat eine Stunde Zeit, dann zurück zu der Attraktion zu kommen. Dann, wie lange sollte man fürs Anaheim, das habe ich besagt, und was sind deine Meinungen zu den neuen Ankündigungen fürs Disneyland Paris? Das habe ich auch gesagt, es gibt ein News-Video. Generell finde ich es schade, dass Frozen erst 2026 aufmacht. Ich hätte mit nächstem Jahr gerechnet. Und Lion King war ja eh schon so ein Gerücht. Ja, ich freue mich drauf. Wird bestimmt, also ist halt was Einzigartiges für Disneyland Paris. Finde ich gut. Und ich freue mich aufs Feuerwerk im Januar, das neue Feuerwerk. Und konntest du Rabatte, die auch im Disneyland Paris beim Shoppen nutzt, auch im Disneyland Anaheim nutzen? Nein, kann man leider nicht nutzen. Ja, das war's. Das war mein langes, sehr langes Q&A für euch. Ja, viele Fragen haben sich natürlich wiederholt. Was kostet es? Was ist besser? Anaheim oder Orlando? Parkranking? Wie bucht man was? Wacht bucht man was? Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.